Hey Leute, weiter geht's mit Slay the Spire. Und weiter geht der Wahnsinn im zweiten Akt. Ja, ich habe mich für den Echsenschwanz letztes Mal entschieden. Ich hätte auch noch was anderes nehmen können, aber gut. Wir machen erstmal so weiter. So, 390 Gold. Ich hatte ja gesagt, ich möchte jetzt gerne mal bald zu einem Shop. Deswegen links oder mittig. Sieht beides soweit ganz okay aus. Wobei links hätten wir hier noch ein Lagerfeuer. Da können wir dann auch mal eine Elite mitnehmen. Das sieht eigentlich ganz nett aus. Ja, ich glaube, ich werde mich hier so mittig so ein bisschen durchmogeln. Dann starten wir mal hier ganz links. Wird schon werden, wird schon werden. So, wir können jetzt erstmal... Was machen wir denn? Ich würde mal sagen, zweimal verteidigen. Und einmal das Glasmesser. So, dann hätten wir jetzt... Ja, und jetzt kriege ich natürlich hier Fußfeger und Überlebenskünstler drin. Das ist gerade hier nicht so toll. Aber ich glaube, ich spiele mal Fußfeger für den Debuff. Und dann nochmal setze ich den Schlag hinterher. Dann sieht das doch soweit ganz okay aus. Macht er jetzt auch weniger Schaden? Das ist doch schon mal sehr nett. Jetzt kriege ich hier Terror und Aufspießen. Gut, auch Terror auf jeden Fall. Und dann... Ich spiele mal Akrobatik. Was kriegen wir denn? Okay, Gut, dann können wir nochmal neutralisieren spielen und, ja, aufspießen. Schade, ich hatte so ein bisschen auf die eine oder andere Defensivkarte spekuliert, aber das wurde leider nichts. Jetzt willst du schon wieder so zuhauen. Gut, dann spielen wir nochmal Fußfeger und... Kniestoß setzen wir hinterher. Dank Terror ist der Schaden ja eigentlich auch vollkommen ausreichend. Ist schon okay soweit, würde ich mal behaupten. Bis hierhin. So, Glasmesser nochmal. Und ich habe schon wieder keine Angriffskarte hier, außer... Gut, schrilles Heulen brauchen wir nicht. Der sollte jetzt allerdings auch schon ins Gras beißen. Ja, sieht gut aus. Sieht sogar gut aus. Wunderbar. 13 Gold. Was hätten wir denn hier? Eine springende Flasche. Joa. Joa. Doch. Ja, doch. Will ich. Ich mag springende Flaschen. Die kommt an der Stelle jetzt hier wirklich super. Wäre auch super, wenn ich die schon sofort kriegen würde. Was leider nicht der Fall ist. Okay. Wir können aber Akrobatik nehmen und mal gucken. Ja, nee. Jetzt spiele ich ausmanövrieren und... Ja gut, hauen wir dich einmal. Du behältst ja sowieso deinen Block. 56. Ja, Gift wäre jetzt nett. Oh, da ist auch Gift. Wunderbar. Einmal ja, gut, springende Flasche. Dann machen wir erstmal hier die Artefakte weg. Und ansonsten können wir noch jede Menge spielen. Gut, dann einmal auf jeden Fall verteidigen, einmal Terror, einmal Kniestoß und einmal Schlag. Was jetzt auch nicht so viel wieder gebracht hat mit dem Schlag. Aber dafür haben wir im nächsten Zug einen Energiepunkt mehr. Das ist doch schon mal was. So. Das würde nicht reichen, das wären 40. Ha! Vielleicht jetzt ja doch schrilles Heulen jetzt mal an der Stelle. Dann sind es nur noch 8 Schaden. Und einmal aufspießen. Das reicht leider nicht ganz. Oh doch, ach ja, ich reflektiere das wieder. Okay, noch einen Energietrank nehme ich auch gerne mit. Nochmal ausmanövrieren. Nee, und die anderen Karten hier, nee. Nee, das lassen wir. Gehen wir mal zum Shop. Und gucken als erstes mal, was es hier für schöne Relikte gibt. Seltsam glatter Stein. Ja, Geschicklichkeit. Okay. Flügelte Schule. Schule.
Beim Wählen des nächsten Raums kannst du den Pfad dreimal ignorieren. Oh. Das wäre schon recht nett. Gefrorenes Auge. Dein Nachziehstapel wird in richtiger Reihenfolge angezeigt, wenn du ihn ansiehst. Ich verstehe nicht so wirklich, was das hier bringen soll, aber okay. Gut. Was machen wir? Wir haben 400 Gold. Ich spekuliere ganz stark hier auf die geflügelten Schuhe. Dolchfächer wäre schon ganz nett, aber wir haben auch Leichenexplosion. Von daher, was AOE betrifft, sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Stahlsturm wäre sehr gut in Kombination mit Messern, sehe ich gerade. Ansonsten Entdeckung, nee. Wilder Kampf. Nee, ich mit diesen Karten vom Nachziehstapel spielen werde ich irgendwie nicht so wirklich warm. Das habt ihr bestimmt schon gemerkt. Gut, ich werde jetzt mal hier definitiv die geflügelten Schuhe nehmen. Und wir trennen uns jetzt noch von einer Karte. Und zwar von Trommelwirbel von... Gute Frage, wovon trennen wir uns denn jetzt? Ich würde fast mal sagen... Ja, ich habe deutlich mehr Offensivkarten geholt. Deswegen dann werfen wir erstmal einen Schlag raus. Haben 20 Karten. Das ist doch schon mal ganz nett. Wir können jetzt theoretisch auch schon irgendwo anders hier hin. Ach, das ist super. Die geflügelten Schuhe sind wirklich super. Kostet zwar eine Stange Geld, aber... Oh, ja okay. Ich kann jetzt hier all mein Gold verlieren. Oder ich kann kämpfen. Moment, ich will noch mal kurz hier schauen. Ich werde jetzt hier kämpfen. Ich sehe das nicht ein. Ihr kriegt mein Gold nicht. Was haben wir denn hier? Pointy, Romeo und Bär mal wieder. Die Frage ist, er hier macht mir, glaube ich, Sorgen. Deine Absichten sind mir nicht bekannt. Was hast du für Absichten? Ich verpasse dir mal Terror. Könnte jetzt auch wirklich hier einen Energietrank nehmen und Aufspießen spielen. Das wäre aber schon ein bisschen sehr stark. Gut, wir hätten da noch... Ah, ich könnte auch dich rausnehmen. Ansonsten, das wären... Gut, Ja, ich glaube, ich kann mich gerade nicht wirklich entscheiden, glaube ich. Wir werden dich mal schwächen und dich greifen wir an. Das reicht leider nicht ganz. Aber wir haben ja noch einen Energietrank. Ja, das habe ich jetzt ein bisschen blöd gemacht. Ich gebe es ja zu. Aber ich möchte keinen Schaden bekommen. Danke. Das waren zwei verschwendete Energietränke. Naja, zumindest einen verschwendet. Hätte ich mal doch ihn hier angegriffen. So, was haben wir jetzt hier? Neutralisieren. Ja, bin ich voll dabei. Einmal Glasmesser, bin ich auch voll dabei. Und einmal Kniestoß. Da können wir jetzt hier noch Überlebenskünstlerin spielen. Sieht doch soweit ganz gut aus. Mal abgesehen von den Tränken. Ja, das war ziemlich Kokolores. Ganz schöner Blödsinn. Jetzt krieg ich gleich eine Explosion. Perfekt! Schrilles Heulen. Ja, aber sowas von. Da waren es noch 12. Gut, das passt ja soweit auch ganz... Ja, passt so halbwegs. Sind zwar nur 3 Block, aber... Läuft bisher besser, als ich es gedacht hatte. Gut, und jetzt... Das wäre halt auch weniger, aber das wird, glaube ich, noch ganz okay sein. Ansonsten, dann spielen wir hier jetzt die springende Flasche. Ich will jetzt nicht ständig nur in der Defensive sein. Das macht er immer weiter, so ein bisschen Schaden, noch ein bisschen Schaden, noch ein bisschen Schaden. Und irgendwann sieht man dann ganz doof aus. Und das ist natürlich jetzt... auch eher suboptimal. Hingegen, es wird nicht reichen. Verdammte Axt. Es wären nur 3 Block. Nee, das blocke ich jetzt nicht. Jetzt fehlt da echt ein Trefferpunkt. Ein Schadenspunkt.
Nee, dank der Reflexion, aber wir haben trotzdem den Schaden bekommen. Von daher. Rote Maske ist okay, kann man mitnehmen. Ansonsten, was haben wir hier noch? Nee, davon will ich auch nichts. Wir gehen dann mal hier weiter. Die geflügelten Schuhe hebe ich mir wirklich für Notfall auf. Das Nest. Schlagen und stehlen. 99 Gold. Ritueller Dolch, ja. Kann auch ganz schön stark werden, aber den sollte man möglichst früh bekommen. Ich würde doch sagen, ich nehme dann jetzt lieber hier das Gold. So. Dann gehen wir jetzt hier zum Lagerfeuer, ruhen uns aus. Uns fehlt hier noch dieser Rubinschlüssel. Und jetzt. Was tun, was tun, was tun? Also wenn ich links lang gehe, kommen da noch einige Gegner. Wenn ich hier rechts lang gehe, das sieht, ja, da kommen auch ein paar. Von daher, gut, dann kämpfe ich mal gegen Elite-Gegner. Da sollte eigentlich genug Schaden bei rumkommen. Och nee, nicht ihr. Nicht ihr. Ja. Das ist... Ich... Ja. Ich würde jetzt gern Leichenexplosion spielen, aber sieht jetzt nicht so toll aus. Deswegen, ich versuche jetzt mal hier möglichst viel zu blocken. Ich hoffe, das war kein Fehler. Weil die Leichenexplosion wäre jetzt eigentlich schon ziemlich wichtig gewesen. Dann hätte ich über 20 Schadenspunkte gefressen. Ja, jetzt greifen die natürlich wieder an. Das ist ja... Großes Kino. Großes Kino. Gut, machen wir das so. Ich nehme jetzt einfach mal hier, werf den Feuertrank. Moment, Feuertrank war... Ach, 20 Schaden, okay. Das jetzt mit dem anderen verwechselt, der bei jedem Gegner 10 Schaden macht. Aua, aua, aua. Das ist auch so ein Elite. Da wird mir schon anders. Schrilles Heulen. Ansonsten 2x8. Joa. Aufspießen wäre besser. Ansonsten springende Flasche wäre aber auch nicht so schlecht. Ha! Die Qual der Wahl nenne ich das. Das wären 16, ich glaube. Ja, ich muss jetzt hier eigentlich direkt Schaden machen. Springende Flasche, schön und gut. Aber das dauert eigentlich zu lange, bis der Schaden wirklich rüberkommt. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Gut, ich werde dich rausnehmen. Mit dem Trank. Mit dem Feuertrank. 29. Oh Gott. Da waren es noch 11. Ja, springende Flasche. Schön und gut. Ausmanövrieren. Das ist alles ganz schöner Mist hier. Verteidigen. 15. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich spiele jetzt ausmanövrieren. Ich hau dich einmal. Und dann müssen wir die hier wirklich im nächsten Zug rausnehmen. Oh Mann. Ich hab's wieder mit meinem einen Trefferpunkt. Ah, ja. Das würde, glaube ich, das würde sogar reichen, so. Bei dir einmal Glasmesser. Mhm.
Ja gut, einmal Akrobatik hier. Oh. Das wäre gar nicht mal so blöde. Weil wenn ich dir jetzt hier Leichenexplosion verpasse und dich dann noch runterkloppe, und Moment, das wird aber wann ausgelöst? Das wird doch jetzt ausgelöst. Huh! Das war überhaupt nicht knapp, alles geplant. Schreibfeder, auf jeden Fall sehr nett. Bei jedem 10. Angriff doppelten Schaden. Das ist schon nicht ohne. So, und von dem ganzen Kram hier, nee. Nee, nee. Ja, mit einem Trefferpunkt gehe ich dann doch hier links lang. Dann ruhen wir uns hier mal aus. Und was haben wir in der Kiste? 71 Golden Flaschenblitz. Was möchten wir denn direkt am Anfang immer haben? Das ist eine gute Frage. Da gibt es ein paar Optionen. Springende Flasche, Leichenexplosion, Fußfeger, Terror, würde ich mal so sagen. Springende Flasche, nee. Leichenexplosion, ja auch nicht. Ich würde fast sagen, Terror ist am Anfang schon sehr nützlich. Wobei, ausmanövrieren wäre, glaube ich, auch gar nicht mal so schlecht. Dann hätte man gleich schon im nächsten Zug zwei Energie, aber am Anfang ziehen wir eh so viele Karten. Das macht jetzt nicht so wirklich viel Sinn. Ha! Aber ich glaube, um des Schadens willen nehme ich jetzt hier einfach mal Terror. Flehender Landstreicher. Können ihm Gold geben. Gebrechlich. Ich gebe den lieber Gold. Das kriegen wir. Quecksilbersanduhr. Füge zu Beginn deines Zuges allen Gegnern 3 Schaden zu. Ja, das ist auf jeden Fall ganz nett. So, ich glaube, ich werde jetzt hier aber die Schuhe benutzen. Ja, ich glaube definitiv. Oder wir können natürlich auch... Ich hatte erst überlegt, hier hinzugehen, aber wir können auch dahin. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt darf es hier aber keinen Kampf geben. Wobei, mit Terror hier auf der Hand ist das gar nicht mal so doof. So, neutralisieren. 5x3, gut. Blocktrank werde ich mir schon mal einwerfen. Und bei den anderen Sachen ausmanövrieren macht jetzt nicht so wirklich viel Sinn, weil wir hier schon Aufspießen haben. Springende Flasche wäre, glaube ich... Ja, ich nehme erstmal hier die springende Flasche. Da dürfte erstmal ein bisschen Schaden bei rumkommen. So, mal kurz hier schauen. Genau, das war schwach. Ich hatte wirklich drauf spekuliert, dass ich hier keinen Kampf bekomme. So läuft's. Fußfeger. Und... Gut, wir können natürlich... ich nehme mal Kniestoß. Wir müssen den hier auch... Wir müssen diese verdammte Pflanze umnatzen. Dann kriege ich halt jetzt nochmal 4 Schadenspunkte reingedrückt. Aber dafür bist du jetzt gleich erledigt. Gut. Leichenexplosion wegen dem Gift und einmal zuhauen. Und wie ich mein Glück kenne, kriegen wir gleich nochmal einen Kampf. Das ist auch alles. Nee, obwohl Terror wäre ja aufgewertet, aber nochmal Terror, nee. Man kann es auch übertreiben. So, 208 Gold. Ich gehe jetzt mal hier weiter. Wir könnten dann nochmal zum Shop gehen. Ja, natürlich. Natürlich. Noch ein Kampf, aber sowas von. Es ist unglaublich. Das Spiel hier ist echt unglaublich. So. Weil es so sehr Spaß macht, verpasse ich dir hier gleich noch Leichenexplosion. Da machst du halt 6 Schaden. Aber ich habe ihr hier auch wieder Terror verpasst, weil die müssen wir ganz schnell wieder wegkloppen, sonst fängt die wieder mit ihrer Heilerei an und das will doch keiner. So, Glasmesser.
Fußfeger, okay. Ausmanövrieren wäre auch okay. Ansonsten, na, ja, gut. Machen wir das so. Der Schaden fehlt. Ich hätte jetzt ein paar Karten haben müssen zum Aua machen. Hatte ich aber nicht. Das war ein bisschen blöd. Das ist jetzt auch ein bisschen blöd. Ha. Wir werden dich mal neutralisieren. Dann sind es noch 9. Bringt mich jetzt auch nicht so wirklich weiter. Gut, schrilles Heulen bitte. Und einmal die springende Flasche. Und natürlich der Großteil, also 2/3 geht auf den Ritter. Und natürlich heilst du jetzt. Ja. Das läuft nicht so wirklich. Ansonsten, dich können wir nochmal neutralisieren. 3 Block. Ja, toll. Ha. Verdammte Axt. Ich kann dich hier noch wegnatzen. Oder... Ja, das wird nicht reichen. Selbst wenn du da explodierst. Ah, so knapp. Aber wir hatten ja noch den Echsenschwanz. Aber dafür, dass der dafür drauf geht... Ganz ehrlich, nee. So blöd. So blöd. Dolchfächer. Ja, gut. Einmal nehme ich die Karte mit. So, hier haben wir ein Lagerfeuer. Werden wir uns ausruhen. Ich komme gar nicht dazu, irgendwie meine Karte aufzuwerten. Und jetzt das Event. Jetzt kommt es. Noch ein Kampf? Nein. Bibliothek. 25 Hallen. Ist jetzt... Na, nee, gut. Ich suche mir lieber eine Karte aus. Was haben wir denn hier noch Schönes? Was wird denn da noch so passen? Meucheln vielleicht. Würgen. Ja. Wird, glaube ich, auch ganz gut passen. Aber der Schaden von Würgen, der zusätzliche Schaden, wird nicht erhöht. Deswegen. Unwohlsein. Phantomkiller. Oh, Phantomkiller. Ich glaube, ich nehme Phantomkiller. Auch wenn das ein bisschen wieder dem Zufall unterworfen ist. Aber das ist doch auch schon sehr stark. Ja gut, ich nehme einmal Phantomkiller. Hier haben wir jetzt ein Lagerfeuer. Und ich würde jetzt gerne mal... wen haben wir da oben? Würden da 59 Trefferpunkte für reichen, ist die Frage. Ich glaube, ich nehme jetzt mal hier erinnern. In den letzten Schlüssel. Und wir hoffen mal, das war kein Fehler. Aber die Schreibfeder ist auch gleich bei 10. Gut. Terror hat nichts gebracht wegen dem... Oh, was mache ich denn? Ohne Worte. Ohne Worte. Ich bin irgendwie... ich bin neben der Spur. Gestern dachte ich den ganzen Tag, es wäre Freitag, obwohl Samstag war. Irgendwie... Nee, momentan ist... Nee. Einfach nur nee. Das Heulen kann erstmal weg. Ansonsten... Ja gut, dann nochmal verteidigen. Mann, Mann, Mann. Was läuft hier nur? Natürlich klauen die mir Phantomkiller. Was auch sonst. So, Dolchfächer passt auf jeden Fall schon mal sehr gut an der Stelle. Ausmanövrieren ist auch ganz nett. Ansonsten werde ich die doch jetzt schon mal hier so ein bisschen runterhauen. Leichenexplosion könnte da nämlich ganz schön nützlich werden. So, oh Mann. Okay, jetzt habe ich eine Menge Energie. Aber so wirklich bringt mir die jetzt auch nichts. So, Dolchfächer ausmanövrieren, verteidigen und
Hier drücke ich nochmal einen Kniestoß rein. Dann habe ich jetzt im nächsten Zug 7 Energiepunkte. So, es wird mal Zeit für Leichenexplosion. Nein. Warum auch? Gut. Dich neutralisieren. Glasmesser. Springende Flasche. Ich hau jetzt hier alles raus, was geht. Und hatte immer noch 3 Punkte übrig. Ach Mann. Jetzt aber Leichenexplosion. Haben die mir die Karte geklaut? 38. Ja, genau. So, hier Akrobatik. Zeig mal, was du kannst. Jetzt hätte ich Energie gebraucht. Das ist doch alles. Aber ich sabotiere mich hier wirklich selbst. Ich gebe es zu. Ja, da haben wir noch 11. Jetzt habe ich hier schon wieder Phantomkiller. Ja, gut, dann musst du jetzt wirklich dran glauben. So, jetzt, ja, hat es mir Leichenexplosion geklaut. Verdammt! Ah, Mann, ey. Springende Flasche, dann halt nochmal. Mit ein bisschen Glück kann mich Gift vielleicht jetzt noch retten. Aber es sieht jetzt nicht gerade danach aus. So, neutralisieren. Okay. Akrobatik. Aufschließen, Dolchfächer. Ja, toll. Ich glaube, das üben wir nochmal. Wobei, ich kann ja zweimal verteidigen spielen. Der braucht schon mehr als 3 Trefferpunkte. So, ausmanövrieren. Aber sowas von. Fußfeger. Schwächen wäre natürlich auch. Ich muss aber Schaden machen. Selbst wenn ich den schwäche mit seinen Angriffen, dann macht er immer noch zu viel Schaden jetzt im jetzigen Stadium des Kampfes. Genau, 16x2. Das ist halt. Da sehe ich kein Land mehr. Gut, das war's dann. Ja, ich glaube, das üben wir nochmal. Oh Mann, ich hab's nötig mit der Stille. Da ist momentan wieder der Wurm drin. Ich weiß auch nicht. Aber das war auch vorhin voll die dumme Entscheidung, dass ich nicht aufgepasst habe. Erst nachdenken, dann was tun und nicht gleich Terror daraus werfen, weil man denkt, hey, das ist super. Und dann hat er ein Artefakt. Oh Mann, Kopftisch. Nun gut. Einmal kommt jetzt noch die Stille. Danach nehme ich da mal den Eisernen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.